Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute mit einer Runde Flash of Backpack Labs. Ich finde, sein Modus ist einfach perfekt zu Themen ansprechen. Neben Skull Hunter ist das aber trotzdem noch ein bisschen besser zum Thema ansprechen. Es ist einfach so genial zum Thema ansprechen. Da aber jetzt genug geschwärmt. Und zwar habe ich heute mega viele Themen am Start. Und so wird das jetzt erstmal, vielleicht wird es den einen oder anderen erschrecken, vielleicht auch gar keinen, das letzte Video für eine Woche sein ungefähr. Oder vielleicht für ein bisschen länger. Das hat folgende Gründe. Und zwar, das spreche ich jetzt glaube ich lieber als erstes an, fahre ich halt am Montag. Das heißt, ich nehme das Ganze jetzt am Freitagabend auf. Ich werde aber nicht mehr dazu kommen, irgendwelche Videos am Wochenende aufzunehmen, weil ich halt noch viel dafür vorbereiten muss und so weiter. Und es natürlich auch extrem heiß ist. Deswegen, das wird schon schwierig und es geht auch gerade mit der Runde los. Und zwar fahre ich halt am Montag auf Klassenfahrt. Das heißt, ich habe schon wieder Schule, ich bin ein NRW-Kind, ich weiß. Ich finde es selber scheiße, dass ich so früh Ferien hatte. Und ich habe halt schon wieder Schule, aber dafür fahre ich halt auf Klassenfahrt. Aber ich muss zugeben, da hätte ich lieber Schule gehabt, Leute. Soll ich euch sagen, wo wir hinfahren? Wir fahren nach Holland, segeln auf so einem komischen Meer. What the fuck, Leute, Alter. Warum? Warum ist das so eine Scheiße? Ich meine, das bringt doch gar nichts. Also, selbst meine komplette Familie findet Scheiße. Muss man ja einfach mal so sagen. Also, ich verstehe nicht, was sie euch dabei gedacht haben. Natürlich, ich weiß nicht, ob ihr es kennt. Es gibt halt so Leute, die finden alles gut, was mit Schule und was auch immer zu tun hat. Und die haben wir natürlich auch in der Klasse. Die fanden es natürlich mega geil. Die Hälfte ungefähr ist das bei uns sogar. Und die freut sich einfach mega auf diese Fahrt. Und ich, Leute, das wird so ein Albtraum. Ich kann mich erstmal vom Zocken verabschieden, dann vom guten WLAN. Aber das ist ja, ich werde jetzt nicht richtig rüberkommen. Das ist jetzt eine Sache, ne? Wenn man sich davon verabschieden müsste, nur. Natürlich muss ich mich jetzt darauf einstellen, rumkommandiert zu werden. Von meiner hässlichen Klassenlehrerin. Leute, ohne Spaß. Ich lässt da gerade mega, wie dumm das irgendwie vor mich vorkommt, über mich selbst, also nicht über mich selbst, sondern über meine Schule zu lästern. Und zwar das in Selbstgespräche, das ist ja im Prinzip Selbstgespräche, auch wenn ich jetzt mit euch rede, im Prinzip hört mir jetzt in diesem Moment zumindest gerade keiner zu, in dieser Sekunde, und deswegen sozusagen ist es ja Selbstgespräche. Und ja, das ist halt mega komisch, gerade irgendwie darüber zu lästern. Und hört sich auch bestimmt mega komisch im Endeffekt an, aber Leute, meine Klassenlehrerin, geht gar nicht, ey. Das hat sich wieder mega komisch angehört. Also, wenn ihr diese Klassenlehrerin hättet, ihr, Alter, ich weiß nicht, was ihr gemacht hättet. Ich weiß jetzt nicht, was ich dagegen machen kann. Also, erstmal hat sie mich nur auf den Kika und ein paar Freunde von mir. Dann, keine Ahnung, dann ist halt noch mega scheiße zu uns. Und Leute, das als Klassenlehrerin, ich meine, wenn es eine Kurslehrerin wäre, wäre es ja eine Sache, aber die hasst uns einfach als Klassenlehrerin. Das heißt, ich kann mich mit dieser Lehrerin auf ein Happy End einstellen, nicht. Oh Mann, wie diese Klassenfahrt ausgehen wird, weiß ich nicht. Die wird mich herumkommandieren bis zum geht nicht mehr und ich werde mich dagegen wehren bis zum geht nicht mehr, weil ich nicht gern herumkommandiert werde. Das heißt, wenn die Lehrerin sagt, setz dich hin, sie hat mir nichts zu befehlen. Sie hat mir jetzt nicht zu befehlen, mich hinzusetzen. What the fuck? Ich kann auch aufstehen, wann ich will, zumindest auf der Klassenfahrt. Ich verstehe ja im Unterricht. Ist klar, dass man da nicht unbedingt aufstehen soll. Oh Mann, bin ich dumm. Aber auf der Klassenfahrt zum Beispiel, also ich werde kaum auf die hören auf der Klassenfahrt. Weil, Leute, da ein Großteil dieser Zeit dort ist ja im Prinzip meine Freizeit. Und die opfere ich halt schon für solche Sachen und dann werde ich, glaube ich, kaum auf die hören. Ja, deswegen, ich muss mich auf Rumkommandiere einstellen und Streit im Prinzip mit der, mit Klassenkameraden jetzt nicht. Sind alle recht nett. Es sind jetzt zwar nicht meine Freunde jetzt in dem Sinne, zumindest viele nicht, aber weil ich halt in der Klasse finde ich jetzt keinen, der so mega die gleichen Interessen hat oder so, da habe ich mehr so außerhalb der Klasse. Außer natürlich einen, meinen besten Freund jetzt, den kenne ich halt fast seitdem ich, ja doch, seitdem ich geboren bin im Prinzip. Ja, vielleicht ein paar Monate danach. Ja, kenne ich ihn halt im Prinzip. Deswegen ist klar, dass natürlich logisch, wie das ist. Aber sonst habe ich halt nicht so recht so viele, aber sie sind halt alle nett und ja, es gibt keine Mobbing oder irgendwas in der Klasse. Deswegen Streit wird es wahrscheinlich nicht mit den Mitschülern geben. Ja, also. Aber mit der Lehrerin. Oh Mann, das wird so heftig.
Deswegen kann ich mich jetzt schon mal verabschieden von euch. Auslandsflat werde ich aber haben. Also auf Twitter oder so werde ich wahrscheinlich nicht viel zu mir tweeten, aber mehr so auf YouTuber oder so eingehen. Oder irgendwie was werde ich wahrscheinlich auf Twitter machen. Also eine gewisse Aktivität werdet ihr auf Twitter schon verspüren, wenn ihr mir einfach folgt. Ja. Ich glaube, ich heiße dort noch FreezeHDLP. Also FreezeHDLP. Aber mein richtiger Name ist im Prinzip Freezel dort. Ich heiße halt nur @FreezeHDLP und mein richtiger Name halt dann Freezel. Weil ich hatte früher halt so einen komischen Namen, der mir nicht mehr gefällt. Und ja, ich verkacke hier gerade mega, deswegen ja, haben wir jetzt noch 60 Sekunden. Aber wir gehen danach, glaube ich, direkt in die nächste Runde rein. Und das wird so ein Albtraum werden, aber ich werde halt auf gewissen Plattformen aktiv sein. Ja, wir werden halt segeln auf so einem Kackmeer. Und das heißt, hoffe, ich habe gutes Netz. Weil Leute, ich meine, wenn es jetzt an Land wäre, wäre es noch eine Sache, aber auf dem Boot. Das heißt, wir gehen halt jeden Tag zur Stadt, um halt einkaufen zu gehen und so. Das ist logisch, aber halt nicht so oft. Wir werden natürlich auch Programme in den Städten haben. Also ich habe echt so keinen Bock da drauf. Ja, das war aber erstmal eine Sache. Und dann wollte ich noch darüber reden. Ich wollte eigentlich noch was ansprechen. Ja, genau. Das klingt jetzt mega komisch, warum ich jetzt einfach alles mit euch abspreche. Aber YouTube ist ja auch für so eine Sache rein. Da, dass man gewisse Sachen auslässt, die einem gerade bedrücken, kann man jetzt nicht sagen. Aber ihr wisst, denke ich mal, wie ich das meine. Dass man die Sachen einfach mal auslässt. Das war ja für YouTube da. Der Kanal gehört ja im Prinzip mir. Und ihr seid die Zuschauer. Und deswegen wollte ich einfach nochmal was ansprechen. Und zwar, ich weiß nicht, ob es euch überhaupt interessiert, juckt mich aber nicht. Und zwar ist unsere Schule, juckt mich aber nicht, wie sich das anhört. Egal, ihr wisst, wie ich das meine. Und zwar ist unsere Schule, hat halt viermal die Woche 8 Stunden, also bis 3 Uhr. Und einmal die Woche bis 13.15 Uhr, also 6 Stunden. Mittagspause ist natürlich an 4 Tagen dabei. Am Dienstag ist die halt dann etwas kleiner, weil man dann halt früher aus hat. Also Dienstag ist halt der früher aus, Tag, wo man früher aus hat. Und ja, so ist es im Prinzip. Und ja, alles ganz gut soweit. Aber wir hatten in der 8. Klasse, ich bin jetzt in der 10., wir hatten in der 8. Klasse nur zweimal Französisch. Und jetzt in dieser 10. haben wir auch noch nur zweimal Französisch. Und wir brauchen halt, um für die Oberstufe, also um Abitur machen zu können, brauchen wir halt mehr Stunden. Das heißt, man darf nur in einem Jahrgang, darf man halt nur 2 Stunden haben. Und in allen anderen 3 Jahrgängen muss man 3 Stunden haben. Und jetzt, weil die behinderten Lehrer, muss man jetzt mal so sagen, einfach mal verplant haben, den Stundenplan richtig zu machen, wurde uns jetzt gesagt, wir müssen am Montag 9 Stunden machen. What the fuck? Nur weil die verplant haben, da einfach 3 Stunden für Französisch zu setzen und die Leute, die Latein statt Französisch haben oder ein anderes Fach, die haben natürlich ganz normal, die brauchen natürlich nicht die 3 Stunden dieses Jahr. Das finde ich halt extrem scheiße, weil die Lehrer haben es im Prinzip verplant und wir müssen jetzt darunter leiden, dass sie es verplant haben. Und ja, hab da schon drüber geredet, ich werde mich auch noch beschweren und so, also keine Frage. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt unbedingt hin muss, vielleicht werde ich da hin müssen, vielleicht auch nicht. Wird man dann sehen. Ja, das wollte ich einfach mal sagen, weil es mir sozusagen auf dem Herzen lag, jetzt nicht so extrem, also es, keine Ahnung, ich fand es jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie geweint habe oder so eine Scheiße, nein. Mich hat es halt nur einfach aufgeregt. Und das wollte ich einfach mal in diesem Part des Videos einfach mal ganz kurz ansprechen. Ja, das war so im Prinzip die 2 Themen, die ich ansprechen wollte. Generell dann nochmal eine andere Sache. Ich spreche jetzt schon relativ gut die Themen. Ich ratter die hier durch. Ich glaube, ich mache jetzt erstmal ganz kurz ein bisschen Pause und versuche erstmal den ersten Checkpoint zu bekommen, bevor ich das nächste Thema anspreche. Okay, da habe ich ihn schon. Vielleicht versuche ich nochmal diesen Checkpoint zu bekommen und dann spreche ich das nächste Thema an. Ich rate die hier durch bis wie Butter oder was auch immer, wie dieses Sprichwort geht. Ich weiß nicht, wie es geht. Deswegen mache ich einfach mal ganz kurz Pause und werde das Thema beim nächsten Checkpoint ansprechen. Wir werden eh nicht gewinnen, aber darum geht es im Flash gar nicht. Ich bin eh ein Jump'n'Run Vollnoob. Flash geht noch einigermaßen besser als normale Jump'n'Runs, aber ist auch mega schlecht. Also Leute, ich bin eigentlich mega schlecht in Jump'n'Run, vor allem in Aufnahmen. Ja, und wir haben jetzt den Checkpoint gerade bekommen. Und deswegen spreche ich einfach mal das nächste Thema an. Oh, den haben wir easy bekommen. Und zwar ist es etwas peinlich. Es ist mir gerade passiert vor ein paar Minuten. Und zwar habe ich ein Video gedreht, das lade ich aber nicht hoch, weil es irgendwie, da habe ich zu viel drum herum geredet. Mache ich jetzt auch immer zwischendurch mal. Aber es ist einfach noch extremer gewesen. Ich habe einfach so viel drum herum geredet.
Also war es halt so ein kleines Fallenvideo, also so eine Falle, will ich jetzt aber auch gar nicht weiter drauf eingehen, und der hat schon gewonnen. Das finde ich ein bisschen schade, dass hier bei so leichten Maps Leute mitmachen, die das Spiel schon richtig gut können. Ja, deswegen, ich werde vielleicht mal gucken, ob ich noch eine Kurzrunde gleich nochmal dranhänge. Vielleicht aber auch nicht. Ja, ich kann das hier jetzt einfach mal ganz schnell ansprechen, dann sind wir auch eigentlich schon durch. Und zwar, ja, es ist mir gerade passiert, ich habe ein Video aufgenommen und so ziemlich am Ende des Videos wollte mir halt meine Mutter, die wollte halt nach oben gehen, zum Schlaf gehen, wollte mir halt ganz kurz eine gute Nacht sagen. Ja, es ist nämlich jetzt gerade schon etwas spät abends, wo ich das Ganze aufnehme. Und dann stand die einfach seit, ich weiß nicht, ich schätze mal seit 20 Sekunden oder länger in der Tür, und ich habe gerade die Abmoderation gemacht. What the fuck, war das peinlich. Ich hatte dann, als sie hat dann halt gelacht, als ich Schau gesagt habe. Da hat sie halt gelacht. Da habe ich das Video schon beendet. Ich werde es aber trotzdem nicht hochladen. Und sie hat halt dann ab dem Moment gelacht, dann habe ich nach hinten geguckt und habe sie hat gesehen. What the fuck, war das peinlich, Leute. Das war so peinlich. Oh nein. Oh, das war einfach so peinlich. Natürlich weiß man nur, dass ich YouTube mache. Aber ich finde, das ist immer so ein bisschen peinlich gegenüber ihr. Ich weiß, ich finde natürlich das Hobby jetzt nicht peinlich. Ich sage auch meinen Freunden mit, ich sage es nicht stolz, aber ihr wisst nicht mehr, wie das meine. Ja, du hast, ja, ich mache jetzt YouTube als Hobby im Prinzip. Natürlich mache ich auch noch andere Sachen als Hobby. Zum Beispiel Tauchen. Das werde aber ich jetzt aber gar nicht weiter drauf eingehen. Und ja, also das sage ich natürlich, aber so meinen Eltern irgendwie ein bisschen peinlich oder so, sage ich schon, wenn die jetzt sagen, ich habe gehört, wie du ein Video aufgenommen hast oder so, da sage ich, aha, okay, und bin so ein bisschen peinlich berührt. Und jetzt hat sie einfach live gesehen, wie ich gelabert habe mit euch, Leute. Wie ich einfach die Abmoderation gemacht habe. Das war so peinlich. Und mehr wollte ich gar nicht dazu sagen, ich musste meinen FOV höher stellen, so wie ich normalerweise zocke. Es gibt jetzt Leute, die sich darüber beschweren, aber ich zocke einfach so besser im PvP. Und Leute, das war so peinlich. Ich werde jetzt nochmal ins Lebenssecret gehen. Falls ihr den Part des Videos nicht sehen wollt, dann ja, schaltet jetzt direkt ab, falls ihr nicht gespoilert werden wollt, wo das Lebenssecret auf Perfect Labs ist. Ich werde da ganz kurz reingehen, um den Rest des Themas anzusprechen. Also ja, schaltet einfach dann ab. Ich habe es eh noch nicht geschafft. Spawn. Okay. Also, es war einfach so peinlich. Oh Mann, ich werde jetzt nochmal ganz kurz ins Lebenssecret gehen. Alter, ich verstehe nicht, das ist einfach, oh Mann, ich komme da immer noch nicht drüber weg, ist gerade passiert. Erst bin, jetzt sind meine Eltern auch pennen gegangen, also ja, jetzt nehme ich noch mal kurz ein bisschen auf, zock vielleicht noch ein paar Ründchen und dann gehe ich auch so langsam mal pennen. Aber ich freue mich gar nicht auf diese scheiß Klassenfahrt, oh Mann. Ja, da wollte ich noch ganz kurz ansprechen, ist es bei euch auch so heiß? Bei mir ist es gefühlte 45 Grad, es ist wahrscheinlich nur 35 Grad oder noch kälter. Aber Leute, ich schwitze mir hier den Wolf auf, das habe ich auch von meinem Vater gehabt. Wir schwitzen einfach so. Wir schwitzen einfach instant in der Sonne, Leute. Das ist einfach so extrem bei uns. Und ja, ist halt einfach extrem bei uns. Wir schwitzen halt einfach instant in der Sonne. Und beziehungsweise in der Hitze, nicht in der Sonne. Und das ist halt extrem. Ich schwitze jetzt schon wieder. Als ich von der Schule weg kam, ich habe mich halt nur ein bisschen bewegt. Halt Fahrrad gefahren, einfach nur ein bisschen bewegt. Und schon bei der kleinsten Bewegung. Bei der kleinsten etwas anstrengenden Bewegung, natürlich ist Fahrradfahren jetzt nicht so extrem anstrengend, aber ich denke, ihr wisst, wie ich das meine. Schon bei der kleinsten, leicht anstrengenden Bewegung kommt mir das Schwitzen. Ich war zu Hause, ich musste mir erstmal direkt das Shirt ausziehen, weil ich so voll geschwitzt war. Ich will das jetzt gar nicht weiter erläutern, wie ich geschwitzt habe, aber ich denke, ja, das wollte ich einfach nur ganz kurz ansprechen. Nicht sehr appetitlich. Ja. So viel eigentlich nur dazu. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, falls es bei euch auch so warm ist. Ich weiß es ja nicht. Und ja, dann, wie gesagt, das letzte Video vor der Klassenfahrt, der Abschlussfahrt der 10. Klasse. Ich muss erstmal dieses Wochenende so ausnutzen, ne? Ich meine, es geht ja schon. Wenn ich jetzt den Tag nicht mehr mitrechne, wenn ich jetzt einfach mal sage, heute ist Samstag, weil ein paar Stunden ist es Samstag, dann geht's übermorgen los. Oh Mann. Alter. Oh Mann. Okay, also nicht gerade sehr geil. Aber das wollte ich einfach mal in diesem Video ansprechen. Leute, es wird dann halt einfach kein Video erstmal kommen. Am Wochenende werde ich erstmal mich auf gewisse andere Sachen konzentrieren, das heißt privat zocken. Dann natürlich erstmal ein bisschen in zu Hause reinkommen. Bisschen ausruhen, weil mein Schlafrhythmus im Arsch sein wird und so weiter und so fort. Puffy, yeah!
Ja, also das werde ich im Prinzip erstmal so machen. Und ja, also das wird dann höchstwahrscheinlich kein Video kommen. Vielleicht wird dann am Montag wieder was rauskommen. Das heißt, ja, ich würde mal sagen, in 7 bis 9 Tagen kommt auch mal, weil ich dieses Video hochlade. Ja, das heißt, so viel dazu. Hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Ich habe einfach mal mega viel drumherum gelabert. Bisschen viele Informationen, aber ich finde, die sind ganz nice geworden. Ich habe viel angesprochen. Und ja, so viel war es dann auch schon von diesem Video. Hoffe, es hat euch gefallen. War ein bisschen Geläster dabei, war ein bisschen Peinlichkeit dabei, war ein bisschen Information für euch dabei, wie es jetzt mit den Videos aussieht. Ja, hoffe, euch hat Spaß zuzuhören. Und gerade hat jemand Palle geschrieben. Ich dachte, das wäre jetzt der echte. Würde ich auf jeden Fall feiern, wenn er hier auf einmal drin wäre. Aber das ist er natürlich nicht. Und ja, hoffe, es hat euch gefallen. Bis in ein paar Tagen, eine Woche oder ein bisschen länger. Ciao, Leute. Oh Mann, ich freue mich nicht so drauf. Ihr könnt mich ja gerne bemitleiden in den Kommentaren. Nein, sowas möchte ich natürlich nicht. Bis zum nächsten Video. Haut rein und bis in ein paar Wochen. Folgt mir auf Twitter. Hoho, Spaß. Ciao, Leute.